BSC TV, der Fußballtalk aus dem Audi Autohaus Dresdner Straße, wird präsentiert von Freiberger Brauhaus und Franke Automobile. Glück auf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Braumeister Michael heißt wie immer herzlich willkommen bei F3 und heute begrüße ich ganz besonders an meiner Seite den Manager des BSC Freiberg, Andreas Gartner. Andreas, Glück auf. Ja, wir fangen an mit einem kleinen Rückblick. Der hat viel Positives, aber natürlich auch wieder etwas Negatives. Wir sind jetzt da zu Hause, 0-1, das war so nicht geplant. Definitiv nicht. Ich denke aber, dass wir das in aller Ruhe aufgearbeitet haben. Die Mannschaft hat in den letzten Wochen, wir haben uns natürlich noch darüber reden, eine Reaktion gezeigt. Das Wesentlich-Spiel war eine Katastrophe. Unser Mannschaftsratsmitglieder Sebastian Krause hat es in der Teilung richtig gesagt. Wir haben uns einfach doof angestellt. Wir hätten können den Sack bei Zeiten zumachen. Aber gut, so ist Fußball. Wir haben am Ende einen Konter gekriegt, den wir vielleicht sogar noch verhindern hätten können. Wir haben danach noch Chancen gehabt. Aber gut, wir haben die Niederlage eingesteckt. War bitter, aber wir haben, denke ich, die Punkte wieder geholt. Und jetzt sind wir wieder dran und jetzt schauen wir nach vorne. Also ich denke auch, ihr habt in Sebnitz gezeigt, was die Mannschaft eigentlich kann. Und zu Hause gegen Possendorf, der vorne mit drin steht, einen souveränen Sieg rübergebracht. Ich denke mal, damit kann die Mannschaft zufrieden sein. Ja, und wenn man den Stand jetzt anschaut, Tabelle, Pirna ist Erster, was wir an sich alle mit erwartet hatten. Wer zweimal Zweiter wird, der will irgendwann mal aufsteigen. Darüber hat man am Anfang der Saison gesprochen, genau. Die Überraschung aus meiner Sicht ist, Pirna habe ich doch mit 24 Punkten, ist mit weiter mit 22 und dann kommt schon der BSC. Wie schätzt du jetzt noch 10 Spieltagen so die Tabelle ein? Wie hat sich das alles so einigermaßen eingespielt? Also ich sage mal, dass man Pirna vorne erwarten musste, nachdem was sie im Sommer auch an Spielern geholt haben. Da haben wir in Radebeul, also beim Landesligisten, arg gewildert, war zu erwarten. Wir haben sicherlich auch ihre Schwächen, aber das kennen wir von vor 2 Jahren, dass sie gerade gegen die kleinen Mannschaften ein bisschen schwächeln, aber sie stehen vorne und das auch zu Recht. Ich habe 3 Spiele gesehen von ihnen, machen schon eine gute Figur. Mit Weida musste man nicht unbedingt erwarten, vor allen Dingen mit dem Kader nicht. Wir haben zu Hause mit Weida eigentlich stark beherrscht, haben trotzdem verloren in der Nachspielzeit, war auch eine ganz bittere Niederlage. Mit Weida hat jetzt noch mehrere Einbrüche im Kader gehabt, wir haben verletzte und auch ein paar gesperrte Spieler. Also wie sie das machen, muss man anerkennen, ja. Gut ab. Aber ich denke, dass sie es bis zum Ende nicht durchhalten werden. Ja. Wenn wir auf die Tabelle schauen, das Torverhältnis, Pirna 3 Punkte mehr und 13 Tore mehr. Da sieht man also schon, da ist schon ein bisschen was dazwischen. Aber wir reden ja jetzt hier über das Spiel, was am kommenden Samstag in Pirna stattfindet. Pirna gegen den BSC Freiberg. Wie sieht's aus? Wie ist die Konstellation aus eurer Sicht? Aus unserer Sicht ist es sicherlich ein Spiel, wo wir nicht verlieren wollen. Es wird aber sicherlich dort am Wochenende nichts entschieden, weder im Aufstieg noch um irgendeine andere Spitzenposition. Wir nehmen das Spiel genauso ernst wie jedes andere. Das muss man wohl so sagen, weil wir auch gegen die Kleinen gerade ein bisschen Konzentration nachgelassen haben. Sicherlich ist man im direkten Duell gegen den Mitfavoriten, wenn man so will, fokussiert auf dieses Spiel. Das merkt man auch im Team. Aber es ist keine andere Vorbereitung für das Spiel. Auch wenn es da vielleicht schon um mehr geht in den Köpfen. Ja. Aber wir nehmen das an. Pirna wird sicherlich dasselbe sagen in ihren Medien und dasselbe fokussierte Verhalten an den Tag legen. Aber für uns beide ist es sicherlich ein tolles Spiel. Es gab es vor 2 Jahren. Haben wir dort 1-1 gespielt. Es war aber damals schon das Rückspiel. Wir haben zu Hause damals 4-0 verloren. Daran sieht man auch schon, dass es definitiv nicht in den direkten Duellen entschieden wird, sondern auf lange Frist in den Duellen gegen die Kleinen. Das ist meine Meinung und deswegen werden wir jetzt sehen, dass wir eine gute Figur ablegen. Es wird schwer genug. Wir haben nicht alle Mann an Deck, die wir an Deck haben wollen. Aber mit dem Punktgewinn, denke ich mal, können wir zufrieden sein. Wenn es mehr wird, umso besser. Das wäre meine Frage gewesen, wer ist nicht fit bzw. wer ist gesperrt? Wir haben es ja schon ein bisschen gelesen. Genau, also das, was am schwersten liegt, ist sicherlich die 5. gelbe Karte für Sebastian Krause. Er hat im Moment eine überragende Form. Aber die Mannschaft ist natürlich trotzdem gewillt, diesen Ausfall zu ersetzen, das ist jeder zu ersetzen am Ende, auch wenn es für den einen oder anderen natürlich schwerer fällt. Aber sonst stand heute alle Mann da. Der eine oder andere hat ein paar Wehwehchen, aber die sind, denke ich, bis zum Samstag weg. Du treffen dort 2 ganz interessante Konstellationen aufeinander. Das beste Heimteam, Pirna Kopitz, gegen das beste Auswärtsteam, den BSC Freiberg. Das ist natürlich eine ganz interessante Konstellation. Ist eine interessante Konstellation, haben wir uns auch erarbeitet. Im Moment tun wir uns auswärts etwas leichter.
wenn wir mal das Großenhainspiel ausklammern, wo wir wirklich einen ganz schlechten Tag hatten, aber die ganze Mannschaft, das passiert. Dafür ist die Mannschaft auch noch trotz ihrer Erfahrenheit durch Landesliga und so weiter relativ jung. Aber wir haben uns auswärts immer gut geschlagen, haben uns gut präsentiert, haben uns dort auch nicht versteckt. So werden wir es auch in Pirna Kobitz machen. Wobei ich natürlich den Trainer nicht vorgreifen will, was er vorhat in Richtung Taktik und Aufstellung. Aber wir werden dort, denke ich, den Kampf annehmen, so wie wir das gewohnt sind auswärts. Und dann werden wir sehen, was am Ende bei rumkommt. Die zweite interessante Konstellation, die beiden besten Torjäger dieser Bezirksliga, nämlich der Sportfreund Greer aus Pirna Kobitz und von uns der Rico Thomas, der eine mit 11, der andere mit 8 treffen aufeinander. Das ist natürlich auch interessant. Ja. Wer legt was drauf? Ne? Wer legt was drauf? Ich hoffe natürlich der Rico. Er hat einen super Lauf im Moment. Ich denke auch, dass er der komplettere Stürmer ist. Nicht nur, weil er bei mir spielt oder bei uns spielt, sondern weil er einfach mehr arbeitet fürs Team. Ich habe Pirna oft gesehen. Der Ronny, den ich auch sehr gut kenne, ist ein richtiger Strafraumspieler, der vorne drin steht und seine Tore macht, weil er auch gut gefüttert wird. Rico erarbeitet sich viel, macht auch viele Sololäufe von der Mittellinie. Ich denke, das macht ihn kompletter und ich hoffe, dass das unser Vorteil sein kann am Wochenende. Also ihr seid gewappnet, wenn ich das mal so sagen darf? Ich hoffe. Ja, wir freuen uns ja alle drauf. Die Frage ist jetzt, wann geht es am Sonnabend los? Wann ist Anstoß? 14 Uhr in Pirna Kobitz. In Pirna Kobitz. In Willi-Drücker-Stadion. Ich hoffe auch noch auf Rasen. Ja. Ich muss das Wetter natürlich beobachten, aber wir werden mal sehen. Was kannst du den Fans anbieten? Ja, die Fans können uns natürlich begleiten. Wäre schön, wenn die Resonanz etwas mehr wird, als vielleicht auch bei dem einen oder anderen Heimspiel. Ab 11.15 Uhr am Platz der Einheit können sie in unserem Mannschaftsbus mitfahren. Das ist schick und groß, deswegen genug Platz. Und es wäre natürlich auch schön, wenn man gerade in so einem Spiel auch außerhalb etwas Unterstützung hat. Dann drücken wir mal alle beide Daumen, die wir haben, dass der BSC Freiberg mit mindestens einem Punkt aus Pirna Kobitz zurückkommt. Und wir werden uns hier wieder an gegebener Stelle unterhalten, wie es gewesen ist. So machen wir es. Ich bedanke mich und klicke auf an die Zuschauer. Tschüss. BSC TV aus dem Audi Autohaus wurde präsentiert von Freiberger Brauhaus und Franke Automobile.